Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP, euer Ding am Start. Letztes Mal haben wir erfahren, dass wir richtig hart verarscht wurden. Schon wieder. Wir befinden uns so halb im Garten Eden. Und jetzt gehen wir auf unsere Leiche zu. Wir stolzieren hin. Und nehmen uns, was rechtmäßig uns gehört. Kehre zu Asrei. Ah, wir haben ein Schwert bekommen, was wir eigentlich gar nicht bekommen haben, weil wir immer noch das alte Schwert haben. Was richtig dumm ist. Und jetzt fliegen wir ein bisschen. Weil wir es können. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lebensbalken haben wir. Not bad, not bad. Und? Abaddon ist der Zerstörer. Der Erzengel? Er wurde betrogen. Er ist nur eine Randfigur in einem größeren Spiel. Du musst ihm Frieden bringen. Frieden? Abaddon ist der Zerstörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden damit vom Tisch ist. Hast du in den Visionen Hinweise gefunden, einen Weg, ihn aufzuhalten? Da war ein Schwert. Eines, das die Siegel brach. Die Armageddon-Klinge. Aber nachdem die Siegel gebrochen wurden, befahl Abaddon ihre Zerstörung. Und zwar auf dem Amboss ihrer Schöpfung. Reiter, ich fürchte, dass die Klinge jetzt für uns verloren ist. Sie wird neu erschaffen werden. Was hast du noch gesehen? Abaddon bewacht das siebte Siegel. Er plant mit anderen, das Weiße Tor zu stürmen. Uriel wird die Höllenwache gegen ihn anführen und scheitern. Was hast du noch gesehen? Sonst habe ich nichts gesehen. Gelogen. Ich öffne ein Tor, das uns zurückbringt. Sobald es wieder geschlossen ist, werden der Garten und seine Geheimnisse für immer verloren sein. Ich beginne damit, sobald du bereit bist. Lass uns gehen. Let's go. Nein! Da sind noch Kisten. Die Kiste will ich haben. Die Kiste will ich haben. Seid nur eine Kiste. Was ist das? Gott! Die Kiste will ich auch haben. Give me all your souls, bitch. Thank you very much. So, jetzt haben wir die Kisten abgegeiert. Jetzt verschwinden wir aus dem Garten. Au revoir. Ah. Asrael, du alter. Alte Katze von Gargamel, du. Alter Asraelitenkopf, du. So. Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Abaddon wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten. Sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Asrael,
Du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tot im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Na, großartig. Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Finden Sie sie mit der Armageddon-Klinge? Finde ich die? Ich glaube, ich habe die schon mal irgendwo gesehen. Haben wir das Zeug nicht schon mal irgendwo gesehen? Das, was wir nicht aufnehmen konnten? Ach, ist das jetzt hier oder was? Überall verstreut? Lol, die ist in jedem Bereich, in jeder Welt gibt's eine oder was? Ist das euer fucking Ernst? Na, das ist ja großartig. Was ist das? Ha? Huh? So, dann kann ich hochfliegen. Macht Sinn. Macht auf einmal Sinn. Gut. Dann bewegen wir uns in Richtung... Erstmal zum Vulgrim, dem alten Spast. Damit wir... porten können. Und dann... suchen wir die Scheiße mal. Das heißt, wir müssen überall da... Oh, ey. Ist ja richtig aidsig. Das gefällt mir gar nicht. Vulgrim. Alter Vulgrim. Ich komm jetzt ran an meine Seite hier. Die letzte Schlacht. Halt's mal. So, erstmal kriegst du Artefakte. Und dann quatschen wir darüber, was du mir hier noch anbieten kannst. Klingegeisier der Stufe 4. Der muss ziemlich badass sein, wenn er 12,5 kostet. Brauchen wir hier irgendwas? Na, er ist Level 1, das heißt unter meiner Würde natürlich. Okay, das heißt Bullshit. Wir brauchen so ein Loch. Wir fangen. Wo fangen wir an? Wir fangen hier unten an. Die Kreuz. Ja. Auf zur Kreuzung. Ah, das ist so behindert, dass man hier immer durchlaufen muss. Das ist so scheiße. Das nervt mich richtig hart, muss ich ehrlich sagen. Richtig unnötig. Statt uns einfach dahin zu porten. Nein. Lauf erstmal hier runter und spring hier nochmal drüber. Useless. Was sind das für Spasten, Alter? Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Jetzt mal rede nicht, ich kann nichts auf der Karte sehen. Von dir. Der Reiter kommt! Wie viel Leben haben die denn? So, down. So, der ist auch down. Die Typen sind uninteressant, die sind nicht so heftig. Die gehen auch ziemlich schnell down. So, die Klinge muss dort oben irgendwo sein. So.
Doch, Alter. Die liegen mir auf meine überaus dicken Kohones. Das gibt's gar nicht. Zack, zack. So, ich muss irgendwie da nach oben kommen anscheinend. Zur Seite. Da sind Pisser. Heißt das, ist der richtige Weg? Sieht nicht so aus. Wie komme ich dort nach oben? Wie komme ich dort nach oben? Weil dort muss ich eindeutig hin. Ich bin sehr überfordert und ich hasse sowas. Da ist die Klinge. Alter. Da ist er! Da ist er! Ins Maul. Ich versuche gerade ausfindig zu machen, wo die Scheiße ist. Also stört mich bitte nicht dabei. Es ist hier sehr wichtig, dass ich das... Oh, ich will das Zeug nicht aufnehmen. So, ja, ja, ihr haltet viel aus, ihr seid alle cool, ich weiß, ihr seid richtige Gangster und so. Flügel und leuchtet rot, ich weiß. Ich habe irgendwelche Handlanger, die einfach sterben wollen. Kein Problem. So, kann ich jetzt irgendwie interagieren? Kann ich da hoch? Ich muss bestimmt die Maske anziehen, ne? Macht Sinn eigentlich. So. So, habe ich jetzt hier irgendwo Möglichkeiten? Da ist eine Möglichkeit. War die vorher auch schon da? Ah. Interessant. Gut. Komme ich da oben hin? Ah. Verstehe. Wir müssen... vorarbeiten. Hä? Nochmal? Alter, Leute. Könnt ihr mich mal kurz nicht aufregen? Wäre ich sehr verbunden. So. Dann müssen wir auf diesen Vorsprung. Von diesem Vorsprung. Ist denn hier? Dahin. Da drücken wir R. Schwingen uns rüber. Und dann ziehen wir wieder die Maske an. Von hier kommen wir da hoch. Haha. Ja, 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 ja. So wird's gemacht. Und hier finden wir die Klinge. Ein Teil der Klinge. Klingensuche. So. Hier haben wir geklärt. Sweet Lemonade, guys. Good job, good job, good job. So, ja. Jetzt müssen wir zum alten Bulgrim. Und dann müssen wir hier wieder weg. Haben wir diese erfolgreich abgeschlossen. So, Schlangenloch. So ist die nächste Klinge. Überschwemmter Pass. Trockene Straße. Ascheland. Zum überschwemmten Pass. Ja, ja.
gute Beats. So. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Gewiss. Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Wundgren in Anspruch. Oh fuck. Herr RT, war doch richtig. Okay, das war falsch. Oh, ich weiß auch gar nicht, warum das gar nicht geklappt hat. Das regt mich jetzt auf. Ah, da unten ist was. Da unten ist noch ein Secret für mich. Zur Seite, Mann. Scheiß Fische, ey. Sag zur Seite, Mann. Ey, ich will da unten rein. Ich hab da was grün leuchten sehen. Bitte lasst mich rein. Okay, dann nicht. Dann scheiß ich auf euch. Ich brauche euch nicht. Ich brauche keine Hilfe und Support. Ich muss nur herausfinden, wie ich da hinkomme. Zur garstigen Klinge. Was geht hier ab? Die Pisser. Nummer uno down. Zweite ist auch down. Sowas, wenn ich die jetzt anziehe, sehe ich hier irgendwas? Hier irgendwas Besonderes? Nö. Toll. Aha, im Wasser zieht er die also wieder aus. Okay, gut zu wissen. Aber ich will da ja nicht hin. Will ich da durch? Ich glaube nicht, oder? Hier geht's auch gar nicht lang. Oh, ich bin verwirrt. Freunde, ich bin verwirrt. Aber ich glaube, wir müssen da oben und dann links rumlaufen und dann kommen wir da irgendwie an. Oh, ja. Nein, was? Oh, nein. Hallo, Freunde. Ihr stresst gar nicht. Kopf ab. Der wird zweigeteilt. Der Kopf ab. So. Geh weg. Oh, nee. Absolutely fucking not. Okay, let's do it. Get bitches. Get wrecked, sons. Get motherfucking wrecked. Och. Jetzt hau ihm einfach den Kopf weg, Mann. Boah, so. Wir müssen da oben hin. Gut, gut. Alter! Wenn ich da jetzt nochmal runtergefallen, hätte ich gekotzt. Wir haben einen weiteren Lebensstein. Wir sind richtig gut bedient. So, das ja. Wir müssen irgendwie da hinten hinkommen. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Beziehungsweise gut. Gut. Kommen wir da so hin? Müssen wir da unten hin? Ja, wir müssen auch.
Natürlich. Wir fallen ins Wasser. Auf raus. Wo sollen wir auch sonst hinfallen? So, dann gehen wir hier hoch. Gehen wir souverän da oben hin. Und bewegen uns geschwind, geschwind zum Amboss. Holen uns das Teil, die garstige Klinge, und schauen kurz nochmal. Kommen wir da hinten irgendwie hin? Das würde mich interessieren, ob wir auf den Eisblock kommen. Warum habe ich losgelassen? Bin ich so dumm gewesen gerade? Wissen wir, wie man da hochkommt? Das wäre sehr interesting. Aber okay. Das war's dann erstmal für die Folge. Ich werde mich jetzt zum alten Portal begeben. Habe ich hier auch ein Portal benutzt? Ach, Fresse, Mann. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Portal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal.